Moin Moin zusammen, wie der Norddeutsche zu sagen pflegt hier. Diesmal waren wir in Haithabu, in Schleswig, im Wikingermuseum, und da haben wir viele spannende Sachen gesehen. Haithabu, zuweilen auch Hedeby genannt, ist eine ehemalige Wikingerstadt. Ihr einstiger Standort befindet sich am Ende der Schlei in Sichtweise der Stadt Schleswig, in der Gemeinde Busdorf. Früher zu Dänemark zählend, gehört das Gebiet heute zu Deutschland im Kreis Schleswig-Flensburg. Der Name Haithabu entstammt dem altnordischen Haidabür, aus Heider für Heide und Bür für Hof, in dänisch oder schwedischer Sprache Hedeby gesprochen, womit Haithabu also ein Hof auf der Heide bezeichnet, was ihn für Christen des 9. Jahrhunderts vermutlich zu einem Hof voller Heiden machte, die es gar dringlich zu missionieren galt. Denn genau so muss Haithabu diversen Missionaren erschienen sein, die es damals besuchten oder sich gänzlich dort niederließen. A furore nomanorum libera nos domine. Herr, befreie uns von der Raserei der Nordmannen, war ein häufiges Stoßgebiet im 9. und 10. Jahrhundert, das noch bis ins 16. Jahrhundert in den Kirchen von Paris zu vernehmen war. Denn die skandinavischen Wikinger überfielen und beraubten in Europa zunächst vor allem Klöster. Weniger aus religiösen Gründen, sondern weil dort viele Kostbarkeiten, Güter und nicht zuletzt Fässer voll begehrtem Messwein gebunkert wurden. Die Nordmänner nahmen sich auf ihren Raubzügen mit Gewalt, was sie als lohnenswert erachteten. Ihren Opfern galten sie daher als manifestierte Ausgeburten der Hölle, die der Leibhaftige selbst entsandt haben musste, um die Menschen für ihre Sünden zu strafen. Viele Bücher, Berichte und Dokus haben seither die Frage zu beantworten versucht, wer oder wie die Wikinger eigentlich wirklich waren. Vieles ist durch archäologische Funde sowie Überlieferungen aus alten Sagas bereits recherchiert und herausgefunden worden. Dennoch scheint die Faszination für die Wikinger ungebrochen, so dass unsere Fantasie bis heute von ihnen beflügelt wird. Der Begriff Wikingerzeitalter wurde von dem dänischen Archäologen Jens Jakob Asmussen geprägt und bezeichnet den jüngsten Teil der skandinavischen Eisenzeit. Als Beginn wird heute allgemeinhin der Überfall auf das Kloster von Lindisfarne angesehen, der im Jahre 793 erfolgte. Es gibt inzwischen jedoch Funde, die zeigen, dass Wikinger mindestens schon 100 Jahre zuvor auf Raubzug ausfuhren. Das Ende der Wikinger-Ära wird auf 1066 datiert, was gleichzeitig das Ende des Frühmittelalters in England einläutete. Historisch aber markiert vor allem Haithabus Zerstörung das Ende der Wikingerzeit. Von einem arabischen Händler und Reisenden namens Ibn Fadlan, der vom Kalifen in Bagdad im Jahre 922 ins Land der Bulgaren geschickt wurde, existieren Aufzeichnungen über damals aus Schweden kommende Wikinger. Ibn Fadlan begegnete ihnen an den Ufern der Wolga und bezeichnete sie als Russ oder auch Waräger, was so viel wie Weggefährte bedeutete, und auf skandinavische Männerbünde verwies. Sein Bericht gilt als frühestes schriftliches Zeugnis, in dem er deren Bräuche und Geschäfte dokumentierte. So sollen die Waräger ihre mit Gefangenen beladenen Schiffe an den Uferhängen befestigt und dort große Holzhäuser errichtet haben. Neben Fellen, die von muslimischen Kaufleuten sehr begehrt waren, führten sie vor allem für den Verkauf bestimmte slawische Gefangene mit sich. Über den von ihnen praktizierten Sklavenhandel schrieb Fadlan: Unter ihnen sind schöne junge Sklavinnen, die für die Kaufleute bestimmt sind. Die Waräger selbst indes bezeichnete der Araber als die schmutzigsten Geschöpfe Gottes. Ibn Fadlans detaillierte Beschreibungen über Bräuche, die Behandlung von Sklaven und Frauen sowie eine Fürstenbestattung haben seitdem zu vielen Diskussionen über Handelsgewohnheiten, Riten und sexuelle Moralvorstellungen der Wikinger geführt. Die Geschichte seiner Reisen fasziniert und inspiriert indes bis heute. So dienten zum Beispiel seine Beschreibungen als Vorlagen für die ersten 3 Kapitel zu dem Film Der 13. Krieger, in dessen freie Geschichte zusätzlich Anteile des Beowulf-Mythos mit einflossen. Doch begeben wir uns zurück ins 8. Jahrhundert, in dem Haithabu am Ufer eines Ostseeseitenarmes der Schlei höchstwahrscheinlich von friesischen Kaufleuten gegründet wurde. Durch die Zerstörung des konkurrierenden slawischen Handelsortes Rerik in der Nähe von Wismar durch den dänischen König Gutfred im Jahre 808 und die anschließende Zwangsumsiedlung dänischer Kaufleute nach Haithabu entwickelte sich die Stadt rasch zur Handelsstadt, noch bevor Dänemark eine Einheit erlangte. Der dänische König persönlich übernahm die Kontrolle über den Platz, der sich bald zu einem der bedeutendsten Seehandelsplätze Nordeuropas entwickeln sollte. In Haithabu kamen Menschen aus aller Welt zusammen, da sich hier die wichtigsten Fernhandelswege kreuzten. Zeitweise sollen sogar bis zu 2000 Menschen dort gelebt haben. Es entstand ein reger Fernhandel zwischen Skandinavien, Westeuropa, dem Nordseeraum sowie dem Baltikum. Zum Schutze der Stadt wurde ein stark befestigter Halbkreiswall errichtet. An diesen schloss sich später im Westen das Verteidigungssystem des Danewerks an, auf das wir am Ende unseres Berichtes noch etwas genauer eingehen werden. Haithabus Hafen mit großen Landebrücken diente als Ladestation für die unterschiedlichsten Waren, die bis nach Vorderasien verschifft oder von dort importiert wurden. Handwerker wie Schmiede, Perlenmacher und Metallgießer siedelten sich an, da sie ihre Produkte an diesem Ort am besten absetzen konnten. Ausführliche Erwähnung findet Haithabu in der Chronik des Erzbistums Hamburg, die Adam von Bremen im Jahre 1076 fertigstellte. Er bezeichnete Haidaba seinerzeit als Portus Maritimus, von dem aus Schiffe bis nach Schweden und in das Byzantinische Reich geschickt wurden. Neben Warentausch und Silbermünzen aus dem Orient galt das sogenannte Hacksilber als übliche Währung. Heißt, wenn eine Münze oder ein Schmuckstück zu schwer waren, wurde es zerteilt und erneut gewogen, bis das geforderte Gewicht stimmte. Doch Haithabus Reichtum zog auch Neider auf sich. Obwohl stellenweise ein 9 Meter hoher Wall mit Palisade die Handelsstadt umgab, wurde sie im Jahre 1050 in einer Schlacht zwischen Harald dem Harten von Norwegen und Sven II. Zerstört. Über den Angriff des norwegischen Königs verfasste einer seiner Skalden folgende Strophen. Verbrannt wurde von einem Ende zum anderen ganz Haithabu im Zorn. Eine vortreffliche Tat, meine ich, die Sven schmerzen wird. Hoch schlug die Lohe aus den Häusern, als ich in der Nacht vor Tagesgrauen auf dem Arm der Burg stand. Von dieser Zerstörung konnte sich Haithabu nicht mehr erholen, das danach nur noch teilweise wieder aufgebaut wurde. Bereits 1066, also nur 16 Jahre später, wurde der Ort jedoch erneut geplündert und gebrandschatzt, diesmal von Slawen, die zu jener Zeit in den Gebieten östlich der Kieler Förde lebten. Die Überlebenden verlegten die Siedlung daraufhin auf das andere Ufer der Schlei, an die sämtliche Funktionen überging. Die Sachsen und Franken nannten diesen neuen Standort Schleswig oder Slieswitsch, was Siedlung oder Bucht an der Schlei bedeutet. Hieraus leitet sich der Name der Stadt Schleswig sowie das Herzogtum Schleswig ab. Mit Ausnahme des Walls verfiel Haithabu aufgrund des Wasseranstiegs von Ostsee und Schlei bald vollständig und geriet über Jahrhunderte in völlige Vergessenheit. Ein Glück für spätere Archäologen, denn als im ausgehenden 19. Jahrhundert die Suche nach der legendären Siedlung einsetzte, konnte ihr ursprünglicher Standort rasch lokalisiert werden. Dazu kam, dass der Platz nie überbaut worden war. 1897 gelangte der dänische Archäologe Sophus Müller zu der Annahme, das Gelände innerhalb des Halbkreiswalles sei der einstige Siedlungsplatz gewesen. 1900 wurde dies von Johanna Mestdorff aufgegriffen. Sie ließ erste Ausgrabungen innerhalb des Walls durchführen und Funde bestätigten die Annahme. Von 1900 bis 1915 fanden alljährlich Ausgrabungen mit dem Ziel statt, die Bedeutung Haithabus für die nordische Geschichte und seine Rolle in der Welt der Wikingerzüge zu klären. In der Zeit des Nationalsozialismus standen die Grabungen ab 1934 unter der Schirmherrschaft von Heinrich Himmler und wurden anfangs durch die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe finanziert. Wegen ihrer Suche nach einer vermeintlich germanischen Identität hatten die Grabungen für die Nationalsozialisten eine hohe ideologische Bedeutung. Das war ihnen einiges wert. Soll doch das SS-Ahnenerbe die Hälfte seines Ausgrabungsetats in Haithabus weitere Bergung investiert haben. Erfolgreiche Tauchfahrten entdeckten Reste der Hafenpalisade sowie das Wrack des Wikingerschiffes Haithabu I, das 1979 geborgen werden konnte. Im Laufe eines Resozialisierungsprogrammes wurden in den 1960ern zeitweise auch Strafgefangene eingesetzt, um die massiven Ausgrabungen weiter voranzutreiben. Als best erforschter frühmittelalterlicher Hafen in Deutschland fanden die Ausgrabungen bis 1980 ein vorläufiges Ende, bis sie 2017 wieder aufgenommen wurden. Bislang sind wohl erst 5% des Siedlungsareals und 1% des Hafens intensiv untersucht worden. Man darf also gespannt sein, was zukünftige Ausgrabungen noch zutage fördern werden. Die Anzahl und beachtlichen Ergebnisse der Ausgrabungen führte dazu, dass im Jahre 1985 das Wikingermuseum Haithabu entstand, das in der Nähe des historischen Siedlungsplatzes in Busdorf angelegt wurde. In Sichtweise davon entstand das Freilichtmuseum, das 7 Nachbauten einstiger Wikingerhäuser enthält. Beiden haben wir natürlich einen Besuch abgestattet. Auf dem Besucherparkplatz erwartet einen zunächst dieses Schild, das einen Aufschluss über Haithabus Lage gewährt. Dieser Wegweiser dann stellt einen vor die Entscheidung, ob man nach links zu Odins Biergarten abbiegen soll oder lieber nach rechts geht, wo einen das kirchliche Ansgar-Memorial erwartet. Da wir aber nicht zum Trinken hier sind, sondern uns das Museum ansehen wollen, ist die Entscheidung schnell gefallen. Einem Erzbischof Ansgar von Hamburg wird zugeschrieben, dass er im Jahre 850 vermutlich die erste christliche Kirche in Haithabu mit auf den Weg gebracht haben soll. Und weil diverse Leute bis heute mächtig stolz auf ihren Apostel des Nordens sind, wurden hier ihm zu Ehren 211 eine Gedenktafel sowie eine Steinsäule angebracht. Der lateinische Vers, der sich dort in Stein gehauen findet, bedeutet in etwa sinngemäß: Männer und Frauen ließen ab von ihrem abergläubischen Götzendienst. Mit diesem allzu bescheidenen Spruch sollen vermutlich Wanderer auf eine Art Kirchendenkmal neugierig gemacht werden, das etwas weiter hinten zu sehen ist und für das mal eben 144 Stahlstäbe in der Erde versenkt wurden. 55.000 € hat man sich das Ganze kosten lassen, um bei all der historischen Wiederbelebung der heidnischen Nordmänner auch nur ja den einstigen Religionsbringer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Recht symbolisch findet sich vor dem Museum dann auch die im Hafen gefundene Glocke, die den bislang einzigen archäologischen Hinweis auf einen Kirchenbau in Haithabu darstellt. Wie bereits im Museum Gottorf umfängt uns auch hier eine schummrige Stimmung. Um die ausgestellten Artefakte zu schützen, ist das Licht stark gedämpft. Zudem sind viele Lesetafeln und Erklärungen mit heller Negativschrift auf schwarzen Leuchtkästen angebracht worden. Hier einer der Runensteine, die mit als wichtigste Funde von Haithabu ausgestellt sind. Durch gezielte Beleuchtung erfährt man über eine Lautsprecherstimme die Bedeutung der Runeninschrift. Ansonsten erwarten den Besucher allerlei Ausstellungsstücke, die hier im Gelände geborgen wurden, sowie Bilder und Allgemeinwissen rund um das Thema Wikinger. Eines der beiden Schiffe, das im Hafenbecken von Haithabu geborgen wurde. Mit seinen rund 30 Metern ist es eines der längsten Wikingerschiffe der Welt, das vermutlich in der Schlacht um 1050 zerstört wurde. Noch ein Blick auf die recht moderne Umsetzung all der Städtenamen, die im Wikingerzeitalter für Haithabu von Bedeutung waren. Und noch ein Rundschwenk über das Ufer der Schlei, eingefangen, nachdem ich durch eine Türe des Museums in dessen hinteren Außenbereich gelangt bin. Von hier aus ist auch schon das ehemalige Siedlungsgelände zu sehen. Dieses Freilichtmuseum ist unser nächstes Ziel. Da in Sichtweite ist der Ort recht bequem über einen etwa 1200 Meter langen Fußweg zu erreichen. Zunächst kommt man an ein paar wunderschön knorrig gewachsenen Hainbuchen vorbei, deren Wurzelwerk im Kleinen ein bisschen an den Weltenbaum der nordischen Mythologie gemahnt, unter dessen Wurzeln die drei Nornenschwestern am Urtbrunnen ihre tägliche Arbeit verrichten. Weiter führt der Weg über ein kurzes Teilstück des historischen Halbkreiswalds, in dessen Nähe zwischen 2005 und 2008 insgesamt 7 aus Funden rekonstruierte Wikingerhäuser errichtet wurden. Hier ein Gedenkstein, der an die Ernennung von Sliestorp, also Haithabu, im Jahre 804 erinnert. Im Flyer lesen wir, dass die Ausstattung der 7 Häuser weniger unter dem Gesichtspunkt steht, ein exaktes Abbild der ursprünglichen Inneneinrichtung zu zeigen, vielmehr sollen in einer frühen Stadt bestimmte Inhalte des Lebens jeweils exemplarisch dargestellt werden. Als Themen für die einzelnen Gebäude wurden Aspekte auserwählt, die in Haithabu durch die umfangreichen Grabungen besonders gut nachgewiesen sind. Die Hallenhäuser aus Holz, Lehm und Flechtwerkwänden waren vermutlich mit Red- oder Strohdach gedeckt. Die überbauten Grundflächen variierten zwischen 3,5 x 17 oder 7 x 17 Metern. Und wer möchte, kann sich sogar via Audioguide mit einem Kopfhörer durch die Häuser führen lassen. Für das Entstehen einer gewachsenen Stadt ist das Beispiel Haithabu, das ein Warenumschlagsplatz auf grüner Wiese ohne städtische Infrastruktur war, eher untypisch. Durch die erzwungene Ansiedlung der Kaufleute von Rerik und den Zustrom von Handwerkern kam es zu einer Siedlungsverdichtung, weil die Landbevölkerung ihre Getreideüberschüsse in die Stadt verkaufte und die Stadtbewohner deshalb nicht auf Selbstversorgung angewiesen waren, konnten sich dort differenzierte Tätigkeiten entwickeln. Da neben uns noch eine ganze Reihe weiterer Besucher unterwegs sind, wird das Filmen des Geländes sowie der Gebäude zur echten Herausforderung, da einem praktisch ständig jemand vor die Linse tritt. Aber damit muss man leben, wenn man keine separate Filmerlaubnis eingeholt hat. Auch in Haithabus Freilichtmuseum gibt es immer wieder Bemühungen, um dem Besucher das Leben der alten Wikinger näher zu bringen. Dazu gehören Marktstände sowie Reenictors, die für bestimmte Zeit die Häuser zuweilen sogar bewohnen und in oder vor ihnen ein für damalige Zeiten typisches Handwerk darstellen. Hier das Haus des Kammmachers. Das Haus des Kammmachers ist dreigeteilt mit einem zentralen Wohnraum und Schlafstätten, einem Wirtschaftsteil sowie einem separaten Lagerraum. Weiter bekommt man einige Schwalben zu sehen, welche unter den Dachsparren der Rehdachhäuser ihre Nester bauen. Dieser kleine Kerl hier war gerade dabei, seine ersten Flugversuche zu starten. In der Siedlung wurden zudem unterschiedliche Gräbertypen gefunden: dänische Brandgruben, schwedische Kammergräber, sächsische Urnengräber, christliche Erdgräber sowie slawische Urnengräber, woraus sich recht schön das damalige Völkergemisch Haithabus erkennen lässt. Die Wikingerzeit ist auch die Zeit der Christianisierung des Nordens. Während die britischen Inseln und das Fränkische Reich bereits christlich waren, verehrten die Skandinavier noch die alten Götter. Nicht zuletzt durch den Fernhandel verbreitete sich das Christentum in Skandinavien, dem viele Skandinavier zunächst tolerant begegneten. Christus wurde als ein weiterer von vielen Göttern akzeptiert. Zudem bot das christliche Paradies eine attraktive, mit Hoffnung verbundene Alternative nach dem Tod. So geschah der Übergang zum Christentum in vielen Gegenden allmählich und freiwillig. Einige Fürsten setzten den neuen Glauben ihres Herrschaftsgebietes jedoch mit Gewalt durch. Hier befinden wir uns im sogenannten Versammlungshaus. Als Könige von Haithabu wird im Übrigen eine dänische Dynastie bezeichnet, die vom Ende des 8. bis zum Ende des 9. Jahrhunderts, also etwa 100 Jahre lang, eine historische staatliche Struktur in Skandinavien mit dem Zentrum Haithabu regierte, die als Vorläufer des später Vereinigten Königreichs Dänemark angesehen wird. Von dem Königreich Haithabu kann man jedoch nur sehr bedingt sprechen, da die territorialen Besitzungen dieser Könige sehr variabel und oft über verschiedene Teile Skandinaviens verstreut lagen und daher typische Staatsmerkmale fehlen. Grundlage der Herrschaft der Könige von Haithabu war die wirtschaftliche und strategische Bedeutung der Stadt. Wer den Handel kontrollierte, hatte die Macht. Ganz einfach. Und daran hat sich bis heute auch nicht viel verändert. Da Haithabu an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsrouten lag, konnte es zu Lande und zu Wasser aus vielen verschiedenen Richtungen angesteuert werden. Der Steg, der aus einer großen Anzahl mächtiger Joch, sprich Querbalken besteht, wurde einer einstigen Landebrücke nachempfunden, von denen es hier mehrere gab. Dieser breite Brückensteg lässt allerdings nur noch erahnen, welch gewaltiges Warensortiment hier einst verschifft wurde oder angeliefert wurde, um seinen Besitzer zu wechseln. Dank einer digitalen Rekonstruktion der dänischen Firma Grot Ostergaard Animation können wir heute jedoch zu einem kleinen Rundflug über Haithabu während seiner Blütezeit im 10. Jahrhundert starten. Durch archäologische Funde von eisernen Fuß- und Handfesseln ist auch hier ein Handel mit Sklaven belegt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit fußte Haithabus Reichtum zum einem nicht geringen Umfang auf den Schultern von Sklaven, die entweder verkauft wurden oder einen Großteil der Arbeit für ihre Herren erledigten. Saisonbedingt gibt es hier meist einige Händlerstände, die mit ihrem uns ja bereits vertrauten Sortiment dem touristischen Durchgangsverkehr gerecht zu werden bemüht sind. An dieser Stelle noch ein Blick auf unsere Vorfahren aus der Sicht eines weiteren Arabers namens Ibrahim ibn al-Tatursi, der im Auftrag seines Kalifen um 961 weite Teile Europas bereiste und dabei auch Haithabu besuchte. Er beschreibt den Ort als eine große Siedlung am anderen Ende des Weltenmeeres. In der Stadt gäbe es zwar nicht viele Güter und Reichtümer, aber Brunnen mit frischem Wasser. Einige wenige Christen besäßen zwar eine eigene Kirche, aber ansonsten verehrten die Einwohner den Sirius, der für die Mauren ein Synonym für das Heidentum war. Dem zu Ehren Ess- und Trinkgelage veranstaltet würden. Wenn ein Mann ein Opfertier schlachte, dann hänge er es vor seinem Haus an einem Pfahl auf, damit die Vorübergehenden sein Opfer sehen könnten. Erstaunt zeigte sich Al-Tartuschi über die lokalen Bräuche. Etwa darüber, dass Neugeborene im Meer ausgesetzt würden, um sich der Mühe der Aufzucht zu entledigen, oder dass Frauen nach ihrem Willen das Recht in Anspruch nehmen, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Besonders schwer aber tat sich der schöngeistige Maurer mit der Artikulation der Nordleute. So schrieb er: Der entsetzliche Gesang dieser Menschen sei unbeschreiblich. Er ist schlimmer als das raue Bellen von Hunden. Mit dieser heiteren Beschreibung eines Arabers über die Sangeskunst unserer Vorfahren verlassen wir das Freilichtmuseum wieder, um uns abschließend noch dem als Danewerk bezeichneten Wald zuzuwenden, dessen Geschichte mit dem Schicksal von Haithabu untrennbar verknüpft ist. Das Danewerk sicherte als Grenzbefestigung bereits im frühen Hochmittelalter die Südgrenze des Dänischen Reiches zu seinem kontinentaleuropäischen Nachbarn und kontrollierte die Landwege sowie Wassersysteme der Nord- und Ostsee. Über Jahrhunderte durch verschiedene Ausbau- und Befestigungsphasen charakterisiert, vereint das Danewerk in sich den kontinuierlichen Gebrauch und Wechsel von Bautechniken und Materialien. Nach derzeitigen Forschungen wurde die früheste Bauphase bereits vor dem 6. Jahrhundert datiert. Im 8. Jahrhundert wurde das Danewerk als Befestigungsanlage massiv ausgebaut und erstreckte sich über eine Strecke von 33 Kilometern. Das Befestigungssystem umfasste neben gebauten Strukturen wie Erdwällen, Holzpalisaden, Gräben, Steinmauern und einem Sperrwerk im Wasser auch natürliche Hindernisse wie Gewässer und Niederungen. Kurz, es wurde alles getan, um den kompletten Durchgangsverkehr an Waren zu kontrollieren und gleichzeitig den hierzu erzielten Wohlstand zu sichern. Musik 1990 wurde in einem frühen Bauernhaus direkt an der Schnittstelle von Danewerk und Ochsenweg in der Gemeinde Danewerk ein Museum gegründet, in das jährlich bis zu 20.000 Besucher finden. Das Danewerk-Museum dokumentiert die Geschichte des Walds von der Wikingerzeit bis hinein in die Zeit der deutsch-dänischen Kriege. Die Ausstellung ist zweisprachig konzipiert und arbeitet mit dem Wikingermuseum Haithabu und den Landesmuseen im Schloss Gottorf zusammen. Auch hier erwarten euch manche interessante Einblicke in die Geschichte und Bedeutung dieses alten Waldes. Im Sommer 2018 sind Haithabu und das Danewerk übrigens von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. In der Erklärung hieß es, die Stätte sei ein einzigartiges Zeugnis der Wikingerzeit und ihrer kulturellen Tradition. Und vielleicht hat unser Bericht euch ja neugierig gemacht, dort selbst einmal vorbeizuschauen. Wir hoffen, ihr hattet gute Unterhaltung. Und wenn ihr unsere Arbeit ein wenig unterstützen wollt, habt ihr ja vielleicht Interesse an meinem Buch Nordland. Das mit einer etwas anderen Reise durch mein künstlerisches Schaffen als Maler und Autor der letzten 23 Jahre führt. Den Link zum Bestellen findet ihr hier unten im Videotext. Im vierten Teil unserer Nordlandreise begeben wir uns weiter nach Ribe, der ältesten Stadt Dänemarks, bei der wir einem weiteren Freilichtmuseum einen Besuch abstatten, das ebenfalls auf einer einstigen Wikingersiedlung entstanden ist. Auch dort durften wir viele interessante Eindrücke einfangen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und uns weiterempfehlt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Moin moin!